Servus Freunde, willkommen zum neuen Video von mir. Heute geht es mal ums Thema Spinnfische. Ich stelle euch heute mal meinen Spinnfisch-Tackle auf Wels vor. Was ich so verwende und so, zeige ich mal mein Däschle. Hat sich jetzt über die Zeit ein bisschen optimiert, würde ich wohl behaupten. Und ich laber heute auch nicht viel, ich bin jetzt seit 3 Tagen unterwegs, Spinnfische. Bei uns war gewaltiges Hochwasser. Da habe ich dann auch 2 Mal probiert, aber das war schon zu heftig. Also ich konnte nicht angeln vom Ufer aus. Ne? Das war scheiße. Ja, ich habe einen guten Fisch gefangen dann bei sinkendem Wasserstand. Also das Wasser ist gesunken und komme was wolle, da musste ich dann raus und dann hat es tatsächlich geknallt. Geile Fisch. Und jetzt geht es gleich direkt zum Technik. Also ich habe da 2 verschiedene Ruder. Das ist immer links die Blinkerjagdspin in 270, sorry. Da habe ich 4.500er Pen Squall drauf. Ach, Pen Squall aus Bablichen. Ach, wie heißt's? Slammer, ne Slammer. 4.500er Slammer. Mit 0,35er Geflecht drauf. Die fische ich meistens immer mit Welsköder. Ich habe da jetzt, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die Hoke. Die steckt man da ins Gummi rein, dass es nicht so zerfleddert. Und so ein Schraubkopf vom Blackhead mähnig ist der. Allerdings habe ich die ganze Zeit die gefischt mit einer Vorfachschnur, Silent Leader oder was auch immer. Also die Verbindung zum Haken und zum Bleikopf. Aber das Gefummel ist mir jetzt so auf den Sack gegangen, dass ich jetzt einmal 1,1er Monofil genommen habe mit Quetschhülse und habe das einmal probiert. Das habe ich auch noch nicht gefischt. Das ist jetzt halt das erste Mal, dass ich das so mache. Ob das jetzt funktioniert, wahrscheinlich schon. Aber ob das jetzt Scheuchwirkungen hat, weil da die Franse wegstehe, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, nach dem Quetschen mache ich auf die Franse da immer mit dem Feuerzeichen kleine Pilz drauf und trägt das ein bisschen, dass es hier unten ausrutschen kann. Und ich empfehle euch auch immer, ein scharfes Messer dabei zu haben, weil wenn er das Monofile wie der Zange oder was abzwickt und dann durch die Quetschhilse schieben will, das ist scheiße, das funktioniert nicht. Da braucht er richtig Geduld und hat da keinen Bock mehr, weil es nicht klappt. Deswegen scharfes Messer, scharfe Kante reinziehen, funktioniert das. Dann geht's weiter. Habe ich da 70er Silent Leader als Vorfach. Ihr seht, es ist verschmoddert, die Rute hat gefangen. Ne? Ja, und die verwende ich eigentlich nur vom Ufer aus und vom Boot. Und als Wobblerrute verwende ich die Big Stick. Die ist 2,50 lang. Und da habe ich einen 5000er Pen drauf. Oh, welche das jetzt ist? Eine Pen Clash 2. 5000er Größe. Da habe ich jetzt eine 0,40er drauf. Die verwende ich, wie gesagt, vom Ufer meistens mit Wobbler. Oder halt vom Boot ist das meine Spinnfischrute. Da brauchst du jetzt nicht so viel Druck machen vom Boot. Da kannst du nachher fahren. Da finde ich, reicht die mit ihrer 150 Gramm locker aus. Da Rapala jointed, Sprengring ausgetauscht, neue Hoge drauf gemacht. Edelstahlachse habe ich die und da verwende ich Fluorcarbon 60er 060 und auf beide Rude X-Snaps 44 Kilo Tragkraft habe ich die. Da gibt es ja auch noch diese Twistlock-Snaps, was da rausgebracht sind, aber sie sind geil, vom Prinzip her ist es schon cool, aber mit meinen Griffel, ich habe so krockene Griffel, ich kann diese Fetter nicht so Nights wirbeln, das funktioniert, da kriege ich einen Zorn, das geht nicht. Und beim Spinnfischen muss das schnell gehen, zack, ich funktioniere, muss passen. Also 2 saugeile Ruder, machen mega Bock. Die Slammer, die hat 13,5 Kilo Bremskraft und ich mähe die Clash 2A so um den Dreh. Ja. Jetzt leuchte ich mal mein Däschel rein. Da habe ich hier erst einmal ein Sitzmittel, falls du mal eine Pause machen willst. Natürlich da was zum Hydrieren. Handschuh
mit so einer Klemme und mit dem Karabiner, dann kann ich an meine Hose noch machen. Ist aber prinzipiell, wenn ein Fisch beißt, in der Tasche, ist ganz wichtig. Wenn er die nämlich an der Hose hebt, beißt nix. Gut, dann geht's weiter. Daneben habe ich dann mein Stativ drin und meine Quetschhülsezange und noch ein Steckele, falls man mal einen Hänger hat, um die Rolle ein bisschen zu entlasten. Ja, noch ein paar Gummis, das ist aber eine Nebensache. Dann habe ich da in so einem Windowpack einen ganzen Kram, Vorfächer, Hoge, tatsächlich ein Twist Knock Slap mit verlorener Feder, Zange, Vorfachmaterial, Feuerzeug, Sprengringzange, ja, noch ein bisschen andere Gruscht, Klemmhülse, was man halt so braucht, Chick-Hoge. Und so habe ich es allerdings vorher gemacht. Da seht ihr das an dem Drilling am Vorfach, am Stinger. Allerdings finde ich, ja, ich habe auf die Einzelhaare nie so vertraut, aber das funktioniert auch. Und ihr schont den Fisch ein bisschen und ihr macht euren Gummi nicht ganz so kaputt. Ja. Dann habe ich dabei immer riesige Köder, Gummiköder, riesige Gummifische auf Weide zu kommen mit ordentlichem Bleikopfruf. Immer Feuerzeuge, um die Pilz drauf zu drücken. Ein Wobbler, ein Wobblertischle, eine Wobblerbox. Gummibox mit Twinlers und Twisterschwänz und hier normale Gummifisch, die halt schön flanke und auch noch ein Weitwurfblinker. Das meiste, was ich verwende, sind eigentlich Hechtköder, die ich ein bisschen modifiziere, weil die schön flanke. Da mache ich halt dann ordentliche Drilling drauf oder was auch immer. Ja, und das war's dann eigentlich. Ne? Was habe ich denn da drin? Ein Angelpapier und ein Scheißhauspapier. Und die Tasche ist leer. So. Weil ihr Feuerzeug dabei habt, könnt ihr da auch schön euren Kolben aufziehen. Ah, den gönnen wir jetzt. Ich habe schon wieder abartige Hitze. Machen wir noch ein paar Würfe. Bin guter Dinge, dass heute noch was geht. Und wenn nicht, blende ich euch dann jetzt demnächst den brutalen Fischei, Alter. War richtig hammergeil Fisch. Ich konnte nicht messen, hab nichts dabei. Oh, hab nichts dabei gehabt, hab's halt wieder nicht dabei, mein Maßband. Ist nämlich in meiner Klopftasche. Aber ich denke mal, der hat fast seit 2 Meter gehabt. Wenn ihr das besser schätzen könnt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich trinke jetzt erstmal einen auf euch und auf den geilen Fisch. Zum Wohl. Boah, geil. Jetzt muss ich mal schnell gucken, ob ich mich drauf kriege. Irgendwie. So, was ja eigentlich nur. Was ihr euch noch ans Herz. Jetzt passt's. Was ihr euch noch ans Herz legen will, wenn ihr Spinnfische wollt und ihr Getäckel habt, kauft euch keinen Ramsch, keine billige Rute. Ja, fischt mit einer Rute ein paar Stunden. Wenn die Rute zu schwer ist und euch nach einer Stunde alles wehtut, habt ihr keinen Bock mehr. Dann geht ihr heim und am nächsten Tag denkt ihr, leck mich am Arsch, ich hab keinen Bock mehr. Das gleiche gilt für die Rolle. Wenn die Rolle, da habe ich so eine Faustregel für mich, weil ich ein bisschen Schulter mal leer habe, nicht mehr wie 400 Gramm soll die Rolle wiegen, so um den Dreh. Und die muss taugen. Die Bremse muss ruckfrei laufen und du musst auf jeden Fall ordentliche Bremskraft haben. Ne? Du hast zwar niemals 13 Kilo auf der Rute, ne? Aber trotzdem wieder ein bisschen mehr wie zu wenig. Wenn euch das zu hetzen, ich habe mal billige Wellsrudel gekauft, das war scheiße, und habe es dann wieder bei einem Versanddienstleister verklopft, weil es scheiße war.
So, jetzt habe ich es geschafft. Abgerissen, beziehungsweise ich hänge, kriege nicht mehr raus. Bügel auf, aber voilà, da Bügel aufmachen, dass der Schnur weggehen kann. Jetzt gehe ich an die Rudelspitze, ziehen wir da ein bisschen ab. Und dann wird es da ein paar Mal über das Holz gezwirbelt. Oftmals hat man auch Glück, dass man den Köder vielleicht noch lösen kann. Thank you.